Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Internet Supermarkt Simulator 2024. So, und als erstes, ich muss ja schon mal eine Rechnung bezahlen, müssen wir unseren Laden hier erstmal aufmachen. So, Geschäft öffnen. Und in der letzten Folge habe ich mein ganzes Geld ausgegeben und jetzt habe ich schon wieder 1,4 Millionen. Warum? Das erzähle ich euch während der Folge, was ich hier gemacht habe, und ich sage euch, Spielzeit habe ich keine dazu gewonnen. Aber da kommen wir später zu. Erstmal werden wir jetzt hier Material auswählen und werden mal den Fußboden anpassen. Ich glaube, das war's. Ja. So. Da vorne klingelt die Kasse schon. Hier passt das auch. Es klingelt ja wirklich. So. Ja, eigentlich habe ich gesagt in der letzten Folge, ich werde jetzt hier den Laden noch erweitern. Aber ich habe nur 1,4 Millionen gemacht. Das möchte ich ein bisschen optimieren, dass ich in der Zeit mehr mache. Und das geht natürlich am besten, indem ich hier mehr Geräte hinstelle, mit denen ich Geld verdienen kann. Und ja, ganz einfach gesagt, dem Spiel macht es nichts aus, wenn ihr es über Nacht laufen lasst. Also ich habe tatsächlich den Rechner einfach laufen lassen, das Spiel laufen lassen. Und in der Zeit verdient man natürlich trotzdem weiter Geld. Wichtig ist, dass man die Rechnung automatisch bezahlen macht. Irgendwann fällt man zwar ins Koma, das kostet 500 Dollar. Aber man sollte halt innerhalb von einem Tag einfach mehr als 500 Dollar verdienen. So einfach ist das Ganze. Und dann ist das hier gar nicht schwer, an neues Geld zu kommen. Aber je mehr Einnahmequellen man natürlich hat, desto mehr verdient man in dieser Zeit, wo man eigentlich gar nichts macht. Und genau das möchte ich jetzt machen. Ich möchte jetzt den hinteren Bereich hier mit Automaten ausstatten. Denn ich denke mal, dass die relativ gut Geld geben werden. Ah, ja, ich muss auch noch ein wichtiger Punkt, was man machen sollte. Nicht nur die Rechnung auf automatisch, sondern, jetzt warten ja alle ja auf Freigabe. Jetzt müsste ich alles genehmigen hier, so zack, 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 zack. Oder ich mache einfach auf automatisch genehmigen. So, und hier haben wir 50. Aber 50 ist auch schon Maximum pro Stunde. Wir bestellen uns jetzt mal ein paar Automaten oder Arcade. Ich würde sagen, wir gehen hier auch gleich mit dem teuersten rein. Das ist das Basketballspiel. Das nehmen wir gleich einmal 10-mal. Denn unser Roboter kann ja auch 10-mal. Das 100.000 weg. Zack. Einfach weg. So, unseren Roboter aktivieren hier mit Taste B. Kommt er zu uns gerannt. Ja, wunderbar. Stell dich da hin. Wieder deaktivieren. Die sind ganz schön klein, die Pakete, dafür, dass das ein großer Automat sein soll. Ja. Das ist dann auch der Grund, oder das ist so das typische Ding, wo man sich fragt, wie haben die das in den Karton bekommen? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas bestellt, wollt ihr das wieder in den Karton tun und ihr kriegt es einfach nicht rein? Genauso geht es euch hier mit diesen Dingern. Komm mal her hier. Jetzt aber auch voll. Ja, dann laufen wir mal hinterher. Alter. Ja, okay. Ich würde sagen, die packen wir mal nachher ganz hinten an die Wand. Na, stehen bleiben bitte. Danke. So.
ich den da erst einmal wegbringen. Ja, stehen schon sehr dicht aneinander, aber ich glaube, das passt. Das ist okay. Bin echt mal gespannt, was wir für die gleich an Kohle nehmen können. Und wie häufig die benutzt werden. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Ich werde auf jeden Fall den Rechner wieder laufen lassen. Wobei, ja, die nächsten Folgen so... Also, momentan ist ja so Montag bis Mittwoch... quasi immer hier so Supermarkt oder Simulator oder irgendwas Folgentag quasi. Ist ja erst wieder Montag, ne? Also da gibt es dann wieder neuen Content. Ich weiß noch nicht mit was. Mal gucken, aktuell mache ich das immer so wie ich jetzt gerade Lust habe. Wie ja einige merken, die dem Kanal aktiver verfolgen. Und heute, diese Woche, hatte ich jetzt halt auf den Internet-Café-Simulator Lust. So, nee, gar nicht. Da wollen wir nicht. Wir wollen nach... hier. So. Und sehen wir? 80 können wir damit schon die Stunde verdienen. Das ist also schon sehr gut, würde ich sagen. Aber immer nur das Gleiche wäre ja auch langweilig. Und hier Racing. Das nehmen wir doch auch. Nehmen wir da 5 von. Bestätigen. Und zurück. Von denen nehmen wir auch 5. 5 habe ich gesagt. Mein Roboter hierher rufen. Eigentlich müsste er kommen. Da ist er. Ja, aber... wo ist der Rest? Ich hatte doch eben schon die anderen auch bestellt. Ja, bestellt habe ich. Ah, hier. Auf Lieferung warten. Okay. Das ist irgendwas... Da. Da ist es jetzt. Ja, komm. Bringen wir die erstmal nach hinten. Dann können wir nämlich... so ein bisschen gemischt mal hinstellen. Beziehungsweise... ja, ich weiß noch nicht. Also ich werde hier bestimmt nochmal umräumen. Ja, eigentlich könnten wir hier so eine Trennwand hinmachen. Und hier den Arcade-Bereich. Ja, wird schon benutzt. Ja, aber jetzt wollte ich ja gemischt, ne? Ja, jetzt brauche ich erst die anderen. Einmal die anderen holen. So, bitte mir folgen, lieber Roboter. Dieser Roboter ist echt... der ist echt gut. Muss ich ja so sagen.
Davon jetzt einen hier hin. Dann haben wir so ein bisschen gemischt. Das ist doch viel besser. Und ja, ich glaube, wir machen hier auch so ein bisschen Platz dazwischen. Ne? Müssen nicht ganz eng an eng stehen. So, jetzt brauche ich noch einen von denen hier. Sieht das aus wie bei JP Performance? Jetzt brauchen wir hier einen blauen zuerst. Ja, ein bisschen enger darf es schon. So ist, denke ich mal. Das ist, denke ich mal, okay. Komm, stell dich mal hier hin. Geh mal weg, Roboter. Also Basketball wird auf jeden Fall schon angenommen, wie wir sehen. Und der Rennsimulator auch. Ja, muss ich leider nochmal wieder haben. Darfst dir gerne einen anderen nehmen. So. Ja, das sieht doch schon mal... Ja, so, jetzt müssen wir mal gucken, den Preis einstellen. Die sind gleich günstiger. Also maximalen Profit machen wir mit den Basketball-Dingern, das ist klar. Aber wir wollen ja nicht nur auf maximalen gewinnen, sondern es soll ja auch gut aussehen. Ja, aber ich würde sagen, die Spielhalle bauen wir nächstes Mal weiter. Wir machen jetzt erst nochmal hier vernünftig mit Trennwand. Davon bestelle ich jetzt auch einfach erstmal 10 Stück. Auf jeden Fall klingelt hier die Kasse gut. Das ist schon mal... So, und ich sehe gerade, ich sollte vielleicht mal was trinken. Ja, und Kaffee und eine Pizza können wir auch essen. So, sieht dann gleich wieder besser aus. Den Roboter antanzen lassen hier. Unten rechts steht, folgt dir. Also sehen wir, dass er kommt. So. Kann der hier gleich mit 10 Trennwänden durch die Gegend laufen. Ein Transportwunder, dieser Roboter. Einfach genial. So, hier bitte einmal stehen bleiben. Gib mir mal hier so eine Trennwand her. Das ist auch schon eine große, das ist gut. Die steht hier allerdings ein bisschen im Weg gerade. Dann kann man hier eigentlich auch noch weitere Computer hinstellen oder so. Ja, dann können wir hier auf der anderen Seite auch gleich nochmal. Obwohl, brauchen wir hier noch eine Trennwand? Wenn hier der Arcade-Bereich quasi weitergeht? Weiß nicht, also zu den Computern, ja.
Ich brauche auch hier vor eigentlich noch irgendwas. Hier könnte man eigentlich echt gut, ja. Hab eine Idee. So, kommt man hier gut durch? Ja, gut, ein bisschen mehr Platz können wir geben. Ja, das passt. So. Ich baue jetzt einmal durch und dann nehme ich hinterher eine Trennwand hier wieder weg. Dann steht das hier schön in einer Reihe. Ja, verschieben wir vielleicht noch ein bisschen. Dann kommt man hier rein. Ja, doch, das ist okay. Das finde ich gut. Und damit man hier nicht so direkt drauf gucken kann. Machen wir hier vorne noch eins. So. Muss man nämlich erst hier hinter. So. Ach, an wo erinnert euch dieser Eingang? Wenn wir es gut ausdrücken, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Wo es so eine Art Eingang noch gibt. So. Dann könnten hier nämlich tatsächlich nochmal Spielautomaten hin, würde ich sagen, oder? Ja. Oder füllen wir den Platz irgendwie anders? Das müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal zusammen überlegen. Ich würde sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ich hier hin machen soll. Ob ich das als Eingangsbereich lasse oder nicht. Wir könnten hier natürlich auch noch komplett zumachen. Wir könnten hier noch hier so eine Trennwand hinstellen. Und so. Dann könnten wir es rein theoretisch auch mit der Wand bündig machen hier. Ungefähr so. So. Ja, das ist doch. Ist offen, aber die sind hier unter sich. Und Einzelbüros gibt es ja hier quasi. Hier ist der billige Bereich. Der teurere Bereich, der zumindest für sich geschützt ist. Brauchen wir für hier tatsächlich noch irgendwas? Ob wir hier den billigen Bereich noch ein bisschen erweitern? Oder ob wir hier schon Spielautomaten hinstellen? Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich kann euch noch nicht versprechen, wann es eine neue Folge vom Internet-Supermarkt-Café-Simulator gibt. Das entscheidet ihr mit, indem ihr in die Kommentare schreibt. Von daher würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!